Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, war erst im November 2019 wiedergewählt worden. Nun will er sein Amt vorzeitig abgeben und 2021 für den Bundestag kandidieren. Eine Sprecherin der SPD-Nachwuchsorganisation sagte der deutschen Presseagentur, dass der 31-Jährige sein Amt beim Bundeskongress Ende November zur Verfügung stellt. Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Die Neuwahl des Juso-Vorsitzenden wird damit um ein Jahr vorgezogen. Kühnert, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, kündigte an, dass er für die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg antreten wolle. Dieser Wunsch sei im SPD-Kreisvorstand sehr wohlwollend aufgenommen worden, sagte er dem Tagesspiegel. Bundesweit bekannt wurde Kühnert als ein Kopf der No-GroKo-Kampagne von Anfang 2018.